So, ich grüße euch. So, ich zeige jetzt mal in die Kamera, wie das jetzt aussieht, wenn das fertig ist. Wir haben jetzt hier noch ein kleines Problem, dass die zwei Drähte hier im Gehäuse rumvagabondieren, und damit die keine Kurzschlüsse verursachen, gehen wir hier noch einmal Heißkleber drauf. Dann sind die fest. Und dann kann man noch mal gucken, ob irgendwo, wo hier am Gehäuse abmachen, ne, irgendwo noch Luftlöcher sind, also wo noch was entweicht. Und das macht man halt noch zu. Man sieht also hier noch eine kleine Stelle. Also das ist mit Heißkleber immer noch besser, als wenn ihr mit Silikon arbeitet, weil bei Silikon eher noch die Gefahr besteht, dass hier Silikon in die Nähe der Membran läuft oder eben vorne durchs Gitter. Und dann ist natürlich der Lautsprecher ruiniert. Ja, dann müsst ihr sehen, dass ihr einen neuen kriegt. Hier oben sehe ich noch ein Loch. Das machen wir noch zu. Machen wir einfach hier mit der Klebepistole nochmal drüber. Das Zuschmieren, das kommt ja nicht darauf an, dass hier Druckluft also nicht durchkommt, sondern einfach nur, dass der akustische Kurzschluss vermieden wird. So, ich führe euch jetzt gleich mal vor, wie sich das auswirkt. Ich muss noch die Heißklebepistole abziehen, dass die hier nicht alles versaut, weil das geht ganz schlecht wieder raus. So, nochmal ein bisschen abkühlen. So, also ich zeige es nochmal in die Kamera. Da muss man erstmal hier nochmal quittieren, da kommt nochmal ein Fehler. So, jetzt. Also, guckt euch das an. Hier oben habe ich die zwei Drähte fixiert mit dem Heißkleber und habe den Lautsprecher so eingeklebt, dass keine falsche Luft gezogen wird. Jetzt müssen wir hier noch was quittieren. So. Gut, jetzt machen wir den Test. Als erstes, der, den ich jetzt schon umgebaut habe. Coole Mucke. Jetzt mache ich das gleiche mit dem. Wir sind bei der gleichen Lautstärke und ihr merkt, es ist viel leiser. Und das liegt einfach an einem akustischen Kurzschluss, der passiert, wenn man keine geschlossenen Boxen hat. Und es gibt viele Leute, die im Internet Endstufen vorstellen mit offenen Lautsprecher-Chassis. Das kann nicht funktionieren. Und wie ihr seht, hier ist nochmal vor, zusammengebauter Zustand, auseinander. Machen wir ein bisschen leiser, ein bisschen lauter. Auseinandergebaut ist ein akustischer Kurzschluss, wenn ihr hier seht. Und zusammengebaut, dann funktioniert die Sache. Ja, deswegen Lautsprecher immer im zusammengebauten Zustand probieren. Ich mache mal aus, dass wir jetzt hier nicht unnötig Musikübungen von nahe gehen. So, jetzt schauen wir das Ding einfach mal zusammen. In jedes Löschchen ein Schräubchen. Gucken, dass der richtig zusammengebaut ist. Der hat nämlich an der Seite Nasen, wo der einrastet. Und wenn er ihn falsch rum zusammengebaut hat, dann sieht der eine Lautsprecher so rum und der, uiuiui, und der andere andersrum. Und das sieht natürlich nicht schön aus. Machen wir noch gucken, sind noch zwei Schrauben runtergefallen. So, jetzt müssen wir nochmal anheben, wo noch welche fehlen. Überall eine rein. Gucken wir mal, dass überall eine dran ist. Jawohl. So, jetzt können wir das Ding zumachen. Aber vorneweg noch ein bisschen Gläschenfolie rein gegen das Lärm der Bässe. Das hat natürlich jetzt noch nicht so die Auswirkung, weil wir ja noch die Endstufe noch umbauen müssen. Einfach, wir haben jetzt einen Lautsprecher von 3 Ohm 7 Watt, ich zeige dir nochmal, auf 60 Watt Musikleistung umgebaut. Also früher war man ehrlicher mit den Leistungswerten und hat also sich zehnmal überlegt, ob man eine zu große Angabe da reinschreibt. Aber die Chinesen haben da also keine Hemmungen und machen da schnell mal Zehnfaches von dem Wert rein. Aber ich gehe mal davon aus, dass der Lautsprecher, wie er in den Autos verbaut wird, so um die 30 Watt Musikleistung bringt. Natürlich bei einer ganz kleinen Membran, da wissen wir ja natürlich, dass der Wirkungsgrad nicht so toll ist. So, und noch eins, ich habe eine stärkere Leitung spendiert. Weil die originale, das ist die dünne hier, die geht natürlich dann bei der Leistung, die wir am Ende dann aus dem Ghetto Blaster rausholen wollen, also 2x60 Watt, natürlich nicht mehr und auch nicht diese vorhandene Klinkenbuchse. Ich bin überhaupt kein Freund von Klinkenbuchsen, weil die immer wieder Anlass zu knacksen und, ne, sitzt noch nicht richtig, oder doch. So, jetzt können wir das Ding mal insgesamt mal hochfahren, indem wir jetzt die Balance auf 0 drehen. Thank you.
Shutter Sound. Und genauso muss das klingen. So, und jetzt erkläre ich euch nochmal, wie ich den Ton hier reingekriegt habe, weil ich habe ja keine Kassette. Und zwar so ein Car-FM-Transmitter nehme ich dann und schließe dann ganz normal an ein Steckernetzteil an. Also hier Steckernetzteil an so eine Kupplung für Kfz, daran den Kfz-Stecker und siehe da, ich habe jetzt eine drahtlose Übertragung von dem FM-Transmitter in das Gerät und stelle mir dann einfach den Sender ein und dann kann ich hier richtig Bass geben. So. Also die Höhen kommen schon sehr kräftig, also das ist schon fast zu viel. Und die nächste Aufgabe ist, das Gerät dann auf eine stärkere Leistung umbauen, damit man den dann wirklich auch mit einem Griff im Zimmer abstellen kann, Laptop auf, Beamer an und mit dem Vortrag anfangen kann und auch mit einem, sagen wir mal, mit einem Aufwasch alles wegtransportiert hat. Das ist auch manchmal wichtig, dass man nicht lange braucht zum Auf- und Abbau. Und wie das dann geht, zeige ich dann im vierten Teil. Das sind ja schon drei Teile. Und zeige euch dann auch nochmal ein paar Tricks. Aber das soll es erstmal gewesen sein. Wir haben jetzt die Lautsprecher umgebaut, aber wir haben noch keinen optimalen Sound, der 260 Watt entspricht. Aber das machen wir jetzt noch. Ich habe nämlich schon eine Digital-Endstufe bestellt für 2x30. Das reicht dann auch für ein Zimmer. Ihr müsst ungefähr rechnen, 1 Watt pro Quadratmeter ist schon richtig laut. Ne? Also 2x30 Sinus ist viel. Allerdings steigt natürlich, wenn man die Endstufen mit 30 Watt betreibt, der Klirrfaktor an. Aber 2x15 ist also für mittelgroße Räume Sprachübertragung völlig ausreichend. Und bei Digital-Endstufen muss man immer die doppelte Leistung bestellen an Modulen, die man maximal ausfahren will. Und das liegt einfach daran, weil der Klirrfaktor am Ende der Leistungsskala exponentiell steigt. Das liegt einfach an der Art und Weise, wie die Digital-Endstufen hergestellt werden. Ich hätte jetzt 200 Watt Digital-Endstufen da. Die sind brutal laut. Würde ich aber jetzt an den Boxen nicht ausprobieren wollen. Da könnten die Schaden nehmen. Ich habe eine bestellt. Sobald die da ist, machen wir hier weiter. Und der nächste Ausbauschritt wäre dann hier oben. Das Radioteil gegen ein digitales ersetzen, da fressen wir hier das Gehäuse auf, müssen wir mal gucken, wie das geht. Und wir müssen auch das Lautstärke-Potty nochmal behandeln, das kratzt hier. Und wie das geht, zeige ich dann im nächsten Teil.